Da, Peter, folgende Frage: Wie wichtig sind digitale Medien und auch Social Media für Heiligenblut? Digitale Medien, Social Media sind sehr wichtig. Ja. Weil ich dazu sage, dass wir wahrscheinlich erst am Beginn stehen, ja, bei der Nutzung dieser Medien. Aber ihr habt Interesse. Selbstverständlich. Ja. Also wir haben zum Beispiel nächste Woche unsere neue Homepage online, www.groß-glockner.at. Ja. Das Wesentliche dabei ist, dass es für den Gast noch übersichtlicher, noch leichter zugänglich ist. Er kann noch leichter zum Beispiel unsere Produkte buchen. Ja. Es ist im Hintergrund von den Aktionssystemen her leichter zu bedienen, dass unsere Damen also immer die neuesten Informationen, Contents posten können. Genau, ja. Das ist das eine, und das andere ist immer mehr wichtig, die direkte Buchbarkeit, das heißt, ja, die Zugänglichkeit der Hotels und oder sonstigen Accommodations, also Vermieter, also ja, wie Pensionen oder Apartments, was der Gast haben will. Arbeitet da der Fremdenverkehrsverband zusammen mit den Bergbahnen? Ja, also wir bemühen uns generell um eine Zusammenarbeit. Ja. Wir haben gerade uns heute kennengelernt bei einem Workshop. Das war also eine klassische Vernetzung, also das, was mir sehr gut gefällt. Es waren 15 Reiseveranstalter, ja, und ebenso viele lokale Vermieter und Service Provider anwesend. Wenn man das zusammenrechnet, gibt es ungefähr multipliziert über 100 Kontakte. Super. Also eine klassische Sache, spielt sich zwar jetzt nicht im Internet ab, aber natürlich die Vorbereitung. Gut. Das steht mit E-Mail sonstigen Kontakten. Wobei bei allen sozialen Medien und Internet der persönliche Kontakt unerlässlich ist. Unerlässlich, ja, deswegen haben wir auch die Reiseveranstalter nach Heiligenblut gebeten. Super. Sie sind angekommen.